Wer wünscht sich das nicht, einmal im Lotto die Million zu knacken? 6 richtige und das Leben verändert sich von jetzt auf gleich im Nu. Man muss sich um nichts mehr Sorgen machen, kann Geld so viel ausgeben, wie man möchte, muss es mit niemandem teilen. Man kann dann in den Urlaub fahren, wenn man möchte, mit wem man möchte, man kann Freunde einladen, man kann sich einen Ferrari kaufen. Ja, das Leben als Millionär ist schon schön. Einfach Sonnen auf die volle Haut legen, nichts machen, nicht arbeiten gehen, nicht anstrengen. Ist es wirklich so schön, wie sich das anhört? Auf der einen Seite zieht das Lottospiel dich praktisch an. Verstärkt sorgen natürlich die Medien dazu, mit ihrer Werbung, mit ihren Aussagen. Medien spielen generell mit unserer Psyche, mit unseren Gedanken, mit unserer Illusion. Viele spielen dieses Spiel jahrelang, geben Tausende von Euros aus, nur damit sie diese 6 richtigen Zahlen endlich bekommen. Die Medien, die uns dazu verlocken, dieses Spiel überhaupt erst zu spielen, sind aber auch wiederum die Ersten, die vor der Tür stehen, wenn du die Million verlierst. Für sie ist es das gefundene Fressen und die perfekte Story, um sich selbst oder die Redaktion zu promoten. Macht ein Lottogewinn wirklich glücklich oder verändert es das Leben? Das Problem bei der ganzen Sache ist, die meisten Menschen können generell nicht mit ihrem Geld umgehen. Und wenn dann unerwartet ein Lottogewinn vor der Tür steht, verlieren sie komplett den Überblick über ihre Finanzen und geben mehr aus, als ihnen eigentlich zusteht. Weil allgemein wird jemand, der generell Lotto spielt, nie davon ausgehen, dass er eines Tages gewinnen könnte. Die meisten Menschen haben ja auch überhaupt keinen Plan, was sie mit dem Geld machen sollen. So viel Geld auf einmal einfach auf den Tisch geklatscht und man denkt sich, wow, ich gebe das Geld einfach nach Lust und Laune aus. Ich hole mir da ein Auto, ich hole mir dort ein Haus, ich mache mal einen Urlaub, ich verschenke das Geld, weil ich ja noch genug davon habe. Ich lege das Geld irgendwo an, hole mir einen Berater, investiere hier und nochmal da. Also man weiß praktisch gar nicht mehr, wie viel Geld man noch auf dem Konto hat, aber weil man diese Million gewonnen hat, bleibt die Zahl 1 Million im Kopf immer wieder gegenwärtig. Und man vergisst, dass man schon einige Ausgaben getätigt hat und dadurch reduziert sich die Summe im Allgemeinen. '94 gewann Lothar Kosatlowski 3,9 Millionen Mark im Lotto. Der zu der Zeit arbeitslose Teppichleger gönnte sich sofort nach seinem Sieg ein Lamborghini, ein Luxusurlaub und eine Goldkette mit der Gravierung LLL drauf. Lotto, Lotta, Lamborghini. Und das war noch nicht genug. Mit Poolpartys in der Türkei, Mexiko und weiteren Ländern ließ er es sich richtig gut gehen. Zudem war er noch sehr großzügig zu Menschen, die seine Hilfe in Anspruch nahmen und ihn praktisch ausnutzten. Er verprasste das ganze Geld, bis am Ende nur noch 500.000 D-Mark übrig blieben. Lothar verfiel dem Alkohol und starb an Leberzirrhose 1999, 5 Jahre nachdem er im Lotto gewonnen hatte. Seine Ex-Frau und seine ehemalige Freundin stritten um die 500.000 D-Mark. Laut einem Testament verschrieb Lothar Doris G. seiner ehemaligen Freundin das übrig gebliebene Geld. Steuern, Pflichtteile auszahlen, Anwaltskosten und noch einen schönen Urlaub und das Geld war futsch. Ein anderes Beispiel sind die Buberts. Diese gewann im Jahre 1994 7 Millionen D-Mark. Das Geld war eigentlich dafür gedacht, um Schulden zu begleichen. Doch sie machten sich ein schönes Leben mit dem Geld, kauften Häuser, Immobilien, schöne Autos, wurden falsch beraten, verschenkten über 2,2 Millionen D-Mark, weil sie sich immer von Bekannten und Familienmitgliedern anhören mussten, ihr habt doch sowieso genug Geld. Sie verloren das ganze Geld und bauten sich wieder Schulden auf. 1997 knackte der Fliesenleger Klaus W. den Jackpot mit rund 1,5 Millionen Mark. Zunächst konnte er es erstmal nicht glauben. Als er feststellte, dass es stimmt, kaufte er sich sofort eine Mercedes C-Klasse, kaufte einiger seiner Familienmitglieder Autos und schenkte seinen Eltern 600.000 Mark. 50.000 D-Mark spendete er und für 8.000 Mark kaufte er sich VIP-Karten beim Fußball. Nachdem das Geld langsam ausging, wurde er zum Verbrecher. Weil ihm das Risiko reizte, brach er in verschiedenen Gebäuden ein. Der Gesamtwert der Gegenstände, die er zu sich nahm, betrugen insgesamt 13.000 Euro. 2004 stellte er sich der Polizei und wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt. Marlene Grabherr war die erste weibliche Gewinnerin der TV-Sendung Wer wird Millionär? 2001 gelang ihr das, was sich so viele in der Sendung wünschen, Millionär werden. Die damalige ausgelernte Bürokauffrau hatte es sich nach ihrem Sieg zunächst einmal so richtig gut gehen lassen. Kaufte 5 hochwertige Autos, reiste durch ganz Europa herum und verteilte großzügige Geld. Am Ende blieb ihr kaum noch was davon übrig. Das Geld hat zum Ende nicht mal mehr für neue Zähne gereicht. 2014 verstand
starb die damals 60-jährige Marlene Grabherr. Ursache ist nicht bekannt, doch eine Nachbarin erwähnt in einem Interview, dass die Millionen ihr nur Pech im Leben gebracht haben. Bei all diesen Beispielen gibt es aber auch Menschen, die im Lotto gewinnen und ihr Geld sehr sinnvoll investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Sigrid Peter Leipold. Sie gewann im Jahre 1996 1 Million D-Mark. Zu dieser Zeit arbeitete ihr Ehemann Dieter Leipold an der Startup-Marke Bionade. Sie entschloss sich also in das Startup-Unternehmen zu investieren und das zahlte sich am Ende großzügig aus. Mit ihrer Hilfe gelang der Marke der absolute Durchbruch. Ein Lottogewinn muss nicht immer unbedingt etwas Schlechtes sein. Wenn du ganz genau weißt, was du willst, was du vorhast und einer Vision nacheifst, dann macht das Ganze auch Sinn. Viele Menschen verteufeln das Lottospielen. Das Problem liegt nicht an dem Geld, das Problem liegt an den Menschen. Die Menschen wissen nicht, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Geld ist nicht alles im Leben, aber mit Geld geht es uns besser. Das Geld darf dich nicht kontrollieren, du musst das Geld kontrollieren, weil wenn es umgekehrt ist, wird es zum großen Problem. Es gibt Menschen, die im Lotto gewonnen haben und von denen haben wir nie was gehört. Die gehen ihren ganz normalen Tätigkeiten nach, fahren ein schönes, aber nicht zu teures Auto. Von denen würdest du im ersten Augenblick niemals denken, dass sie Millionäre sind. Millionär zu sein heißt nicht immer, dass alle das mitbekommen müssen, dass du dich allen mitteilen musst. Genieß es, aber genieß es in der Stille. Genieß das für dich. Umso mehr Menschen das mitbekommen, umso mehr Menschen wollen auch was von dir. Und um ganz offen zu sein, wir leben in einer Hassgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Eifersucht in der Familie, sogar in der Nachbarschaft sehr stark ausgeprägt ist. Also, wenn du im Lotto gewinnen solltest, erzähl das zunächst erstmal nicht deinen Freunden. Erzähl das keinem. Überleg ganz genau, was du mit dem Geld machen willst, wie du mit dem Geld umgehen möchtest, bevor du überhaupt einen Cent ausgibst. Behalte einen kühlen Kopf, geh deinen Tätigkeiten ganz normal nach. Versuch nicht, einen Großteil deines Geldes in irgendetwas zu investieren, wo am Ende sowieso nur Null bei rauskommt. Geh sorgfältig und schlau mit deinem Geld um, weil am Ende soll das Geld für dich arbeiten. Sich mehrere sinnvolle Einkommensströme aufzubauen, das ist das Schlauste, was es gibt. Aber dafür muss man sich sehr viel Zeit nehmen, recherchieren, Strategien aufbauen. Du darfst deinem Berater nicht zu 100% vertrauen. Das ist auch immer ein riesiges Problem. Alles, was er sagt, immer mit einem kritischen Auge beurteilen, ob es gut ist oder schlecht. Lass das erstmal alles überprüfen und vertraue nicht blind. Du bist Herr über dein eigenes Geld. Wenn du keine Kontrolle hast und deine Kontrolle jemand anderen übergibst, wirst du es in dem Moment verlieren. Egal wie gut oder professionell jemand in seinem Beruf ist. Vertrauen baut man sich über Jahre auf. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht schlau genug bist, dann bilde dich erstmal. Fass das Geld nicht an. Lass es einfach liegen und bilde dich. Dort, wo du die Bildung brauchst, wirst du die Bildung finden. Das ist das Kostbarste, was du tun kannst. Wissen kann dir keiner nehmen. Urlaub hier, Ferrari da, aber wenn man nicht vorausschauend plant und denkt, dann hat man am Ende nichts von dem Geld. Und auf einen zweiten Gewinn zu hoffen, wird es auch nicht besser machen. Das ist sogar sehr unwahrscheinlich. Wenn man schon mit wenig Geld nicht umgehen kann, dann wird man mit viel mehr Geld auch nichts Großartiges anfangen können. Und noch eine Sache möchte ich hinzufügen. Jemand, der hart arbeitet, verschenkt sein Geld nicht einfach an Menschen, die nichts tun und nur faulenzen. Wenn Menschen in so einem Moment sagen, dass du geizig bist, dann akzeptier das. Wenn sie sagen, dass du räudig bist, akzeptier das. Denn wenn du alles verlierst, verschwinden sie. Sie kehren dir den Rücken und vergessen dich. Egal wie gutmütig ein Mensch auch ist, manchmal ist es geil, ein Arschloch zu sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann darfst du mir einen Daumen nach oben hinterlassen, meinen Kanal abonnieren und darfst mir gern zu dem Thema unten in der Kommentarsektion deine Meinung dalassen. Ich würde mich freuen, wenn du mir zukünftig auf Instagram folgen würdest. Mein Name nennt sich Level Dein Leben Ab, genau wie dieser Kanal. Aber unten in der Videobeschreibung findest du nochmal einen Link zu meinem Instagram-Account. Werde ein Abonnent und Teil der Familie. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.